Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario, The Origami King. Ja, beim letzten Mal haben wir das Wasserpergamenton in seine Schranken gewiesen und somit auch die Fähigkeit von ihm verhalten. Und das ist natürlich das, was wir benötigen, um endlich wieder die Dürre aus der Herbsthöhe zu vertreiben. Für alle, die noch nicht wissen, was hier eigentlich los ist. Ja, der See, der hier in der Herbsthöhe eigentlich sein sollte, der ist leider ausgetrocknet und da kann man halt nur mit Wasser ein bisschen nachhelfen. Regenfälle verursachen, I don't know, was da genau passieren wird. Aber auf jeden Fall ist ein Fallkreis hier und den kann man eben nur mit dieser Macht aktivieren. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Auf geht's, Olivia. Olivia ist natürlich für uns der wichtigste Begleiter, einfach weil sie die einzige ist, welche diese Origami-Künste, um sich eben in die Pergamentons zu verwandeln, überhaupt beherrschen kann. Und so sieht es, falls ihr den Kampf nicht gesehen habt, das Wasserpergamenton aus. Und genau so soll es sein. Das heißt natürlich, wir können ab sofort auch nicht mehr da runtergehen. Und ich hoffe, ich habe da nichts übersehen, aber das wäre jetzt schon, ich muss schon sagen, von Nintendo ein ziemlicher Fail, hätte man da jetzt eventuell vielleicht irgendwas versteckt, was man halt jetzt nicht mehr holen kann. Na, wie gefällt dir das, Bobby? Das ist eine ganze Menge Wasser, oder? Jetzt können wir ins Boot hüpfen und der Luftschlange folgen. Das ist das Tollste, was ich jemals gesehen habe, Tantchen. Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich kann kaum glauben, wie viele fantastische Erinnerungen ich an einem einzigen Tag gesammelt habe. Ja, das werden auf jeden Fall noch ein paar mehr werden. Gut, jetzt kann ich hier auch rundherum gehen. Das ist mir schon im Vorhinein aufgefallen. Und hier befindet sich ein Schatzmini. Und zwar die Nummer 33, der Todforscher. Ja, das ist mir schon im Vorhinein aufgefallen. Bereits wie wir unten waren, ist es mir halt ins Auge gestochen, dass... Oh, neuer Hammer. Das ist aber kein Glitzerhammer, oder? Ein Wurfhammer. Wirf diesen Hammer und weiter entfernten Gegner zu treffen. Der Ventilator steht bei mir schon wieder ein bisschen blöd, deswegen kann ich gerade die Textbox rechts unten nur schwer lesen, aber egal. Ich glaube, ich kann es verkraften. So, die Kisten kann ich nicht. Ne, sieht nicht so aus. Ja, und ich hoffe, vielleicht gelingt es uns auch heute gleich direkt die Luftschlangen wieder zu lösen. Okay, so komme ich auf die Kisten. Ah, das sind Boote. Ich dachte, das wäre so ein... Das wäre Holz. Und wo komme ich... Oh. Ach, das ist einfach nur zum Zurückgehen. Ah, gut. Schön, dass ich das auch mal verstehe. Trotzdem gehen wir jetzt erstmal zu dem Boot da hinten hin und werden uns da runtertreiben lassen. Ist schon unfassbar eigentlich, wie lange das jetzt gedauert hat. Einfach nur, also das Gebiet selbst, finde ich persönlich, ist mega klein. Auch mit dem Kastaniental dazu, aber man muss schon sagen, dass man hat schon geschafft, da auf so kleinem Gebiet trotzdem relativ viel zu machen. Juhu, jetzt können wir der blauen Luftschlange folgen. Und los. Ich kann jetzt so ein Boot nicht fahren. Bitte bau keinen Unfall, Mario. Bitte nicht. Wenn wir ins Wasser fallen, haben wir ein Problem. Ja, okay, gut, schafft er eh nicht. Das sieht schwierig aus. Darf ich es mal versuchen? Ich möchte es wieder gut machen, dass ich nicht mit euch in den Tempel gegangen bin. Oh, Moment, ich kann das Paddel einfach nicht festhalten. Echt jetzt? Wir können das Boot nicht rudern, nach allem, was wir durchgemacht haben. Es muss einfach eine Möglichkeit geben. Vielleicht finden wir hier ja irgendwo jemanden, der was von Rudern versteht. Oh, warum fragen wir nicht das fröhliche Äffchen da drüben? Das ist kein Äffchen, das wird wieder ein Tod sein, logischerweise. Nee, ich muss jetzt aber nicht... Nee, bitte nicht fangen spielen, komm, tu mir das jetzt nicht an. Hallo du, kennst du vielleicht jemanden hier, der rudern kann? Aua, hey, was soll das? Hältst du das etwa für eine passende Begrüßung? Nee, nicht davonlaufen. Nee, nicht wirklich. Komm, ich habe keine Lust darauf. Ach, Menno, jetzt ist er abgehauen. Und meine Frage hat er auch nicht beantwortet. Ich weiß nicht, vielleicht war die Dose ja die Antwort. Vielleicht wollte er sagen, lass mich in Ruhe, Origami-Tantchen. Du kannst dir ja nicht mal meinen Namen merken. Ja, wo... Was? Willst du genau jetzt von mir? Eine Thunfischdose, okay, wichtiges.
Warte, soll ich ihm jetzt einfach helfen, eine Dose zu öffnen, oder wie darf ich das verstehen? Ich sehe hier tatsächlich noch einen Toad. Ich bin eigentlich nur gekommen, um mich für einen Job bei der Flusstour zu bewerben, aber dann ging das leider in die Dose. Der Bootsführer hier muss echt auf Thunfisch stehen. Man bekommt wohl Appetit, wenn man mit nur einem Ruder paddelt. Ich dachte jetzt zuerst, er will irgendwie, dass ich die Dosen aus dem Ding hier jetzt erfische, weil kann ja auch sein, dass es ihm nicht so wirklich gefällt, wenn es darum geht. Oh, dieser blöde Affe, keine Antwort, wirft eine Dose nach mir und haut dann Richtung hohes Gras ab. Ja, okay, ich muss ihn einfach mal verfolgen. Also jetzt das Gebiet 50 Mal absuchen, schön und gut, aber irgendwann wird es langweilig. Oh, wo ist der jetzt hingelaufen? Da vorne. Aha, gefunden. Aber lol, stimmt, das Teil gab es ja auch noch. Das habe ich schon im Vorhinein noch gar nicht in Verwendung gehabt. Muss ich mal draufhauen oder was? Möchtest du dem Affen etwas geben? Ja, bleibt nicht zurück, ist die Thunfischdose, logischerweise. Was? Ich dachte eigentlich, dass Dosenthunfisch genau das Richtige für ihn wäre. Hm, vielleicht will er ihn ja, aber er bekommt die Dose nicht auf. Ja, was soll ich groß machen, außer ich kann nur mit dem Hammer draufhauen, mehr geht ja nicht. Und hier kann ich auch nichts machen, ne, funktioniert nicht. Aber ich stelle jetzt mal die Dose hin, okay, aber ich würde die halt gern... Warum lässt mich der nicht mit dem Hammer einfach draufhauen? Dann ist sie sicher offen, aber egal. Hä, aber mit was will ich denn jetzt groß die Dose öffnen? Warte, ich lese mir das nochmal durch, was Olivia zu sagen hat. Wir brauchen also einen Dosenöffner. Hm, war ja nicht irgendwo so etwas wie eine Dosenparty? Oh, ne. Die Folge ist schon eine halbe Ewigkeit her. Nee, komm, mein Gedächtnis. Da unten war, glaube ich, irgendwas von der Party, nicht wahr? Ich spreche den mal an. Meine Kumpels und ich werden hier eine super, super duper Dosenparty steigen lassen. Ein Riesenspaß. Sobald sie mit den Dosen und dem Dosenöffner ankreuzen, geht die Sause los. Tja, aber vielleicht haben sie sich im hohen Gras verlaufen. Könntest du sie vielleicht für mich suchen gehen? Ah, okay. Jetzt bin ich wieder im Bild im hohen Grase. Es ist doch... Nein, das war ein normaler Shy Guy. Und kein sonderlich netter. Lel. Aber ist auch noch ganz einfach, bitte. Immerhin kommen wir heute noch zum Kämpfen, aber es sieht wirklich danach aus, als müssten wir heute einfach nur Charaktere suchen und das war's dann. Nee, komm, der eine hat überlebt. Oh, danke, ja. Danke, Bobby. Hätte mich sonst wirklich mega geärgert. Gut, das war schon mal nicht der Richtige. Wenn die genauso aussehen wie er, dann müssen die einfach ein Sombrero haben. Schön und gut, aber wo denn genau? Das ist wieder ein normaler... Also ich kann eigentlich nur die Kanten absuchen, mehr geht nicht. Ja, okay, hier runter noch. Aber hier war ich halt auch schon überall. Ja, und hier ist logischerweise nichts, ne? Sieht mager aus. Aber so weit können die gar nicht sein. Ich meine, ja, okay, ich klatsche jetzt einfach mal. Vielleicht tauchen die auf, wenn ich alle Shy Guys mal geklatscht habe. Alle Gegner, die sich allgemein hier im Ort befinden. Am Ort. Gut, das ist auch noch relativ simpel. Und ich hoffe, es reicht mit dem Hammer auf alle Fälle. Mal schläft der schon wieder. Ich finde das aber so richtig cute, wenn der halt so nebenbei steht und der schläft. Okay, jetzt wächst er wieder auf und... Nein, oh Mann, der steht eine Reihe hinter uns. Mm. Okay, Bobby kann nur die angreifen, die halt in der vordersten Ding stehen. Das ist gut zu wissen. Aber sonst ist er doch ein mega cuter Charakter, das muss man einfach so sagen. Ich meine, der chillt hier einfach sein Leben. Ich bin gespannt, wie oft er uns noch verloren gehen wird. So, das war er auch nicht. Aber ich sehe da vorne, wenn ich sehe da die... Okay, hier. Und? Hm, bin eingeschlafen. Kam her wegen der Party. Weißt du, wo die Party ist? Ja, natürlich weiß ich das. Also, komm mal mit mir. Gut, also jetzt weiß ich auch, wie sich die ganzen
kennzeichnen. Es sind einfach nur die pennen einfach irgendwo im Feld. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, das könnte ein bisschen Spaß werden. Ich meine, das war jetzt schon das halt weißer Hintergrund, ihr wisst schon. Ah, das könnte ein bisschen dauern. Bin da. Hab die guten Sachen mitgebracht. Hey, yay. Willkommen zur Super-Duper-Dosen-Party, Kumpel. Ich habe schon auf dich gewartet. Was ist da drin? Ravioli? Gute Wahl. Da wird ein total abgefahrene Party. Shy away. Jetzt fehlt uns noch jemand mit einem Dosenöffner. Dann kann die Party losgehen. Ja, einfacher gesagt als getan. Also wenn er jetzt dort oben war, dann ist es doch absolut logisch, dass jetzt als nächstes irgendwo links unten hier ist. Wenn es nicht sogar der ist. Nein, das ist die Scharenschlacht, verdammt. Ja klar, 4 Scharen. Ich glaube, das könnte der längste Kampf von allen werden. Was? Das, oh Gott, das wird nie was werden. Ah, ich verstehe schon. Ne, falsche Richtung. Ich musste gerade ein bisschen überlegen, weil 3 Züge verwirren mich halt immer, aber jetzt habe ich's. Und der muss jetzt sitzen, bitte. Jetzt überlebt er wieder. Allgemein ist der Stiefel ein bisschen zu schwach. Aber egal, Bobby macht den Rest. Und die kommen noch. Aber das machen wir ganz anders. Können wir jetzt auch auswählen, welche wir nehmen? Ne, warte, das ist die Erdpergamento-Ding. Es würde mich auch interessieren. Wahrscheinlich wird es auch funktionieren, dass das Wasserpergamento genauso die Macht hat, Gegner anzugreifen mit seinem schönen Bauch. Jetzt machen wir es aber erstmal so. Ja, damit erspare ich mir auf alle Fälle ein bisschen Zeit. 531 Münzen. Also ich freue mich schon so doll, wenn wir dann... Komische Leute. Ich muss zur Party. Ah, das ist ja... Ich muss jetzt zur Party. Hilfst du mir? Bringst du mich zur Party? Ja, kein Problem. Ach, ich musste kämpfen. Der wurde wahrscheinlich von denen einfach nur verfolgt. I understand. Und der Kerl soll jetzt einen Dosenöffner haben, da bin ich gespannt. Vor allem, was ist das überhaupt? Ist das einfach ein Knochenkumpa? Bin da, ganz, ganz großes Dankeschön. Oh ja, jetzt sind alle da. Jetzt kann die Superdose-Dosenparty steigen. Los geht's! Bitte fang jetzt aber nicht so zu singen wie die Bäume, bitte. Das macht mir das jetzt nicht. Shaiowei, öffne die Dose. Shaiowei, der Deckel sitzt lose. Dosen öffnen, Solo! Dosenöffner? Oh, ich wusste doch, dass ich etwas vergessen habe. Du Lackaffe! Oh! Hör mal. Hast du wirklich den Dosenöffner vergessen? Deshalb haben wir doch überhaupt erst einen Partyplan gemacht. Wie sollen wir denn jetzt unsere Super-Duper-Dosenparty feiern? Wir einigen uns darauf, ich sage einfach Dosenparty, okay? Dosenöffner? Dosenöffner! Wir brauchen blöden Dosenöffner, nicht. Ah. Ist genauso wie eine Flasche öffnen mit dem Feuerzeug, ihr kennt den Trick. Hey, der Wahnsinn, mit solchen Beißerchen können wir alle Dosen der Welt öffnen. Das ist ja mal klasse, jetzt kann die Dosenparty steigen. Ja, ich hätte trotzdem eine Bitte, dass du mir auch die öffnest. Bin super duper gut im Dosenöffnen. Hast du eine Dose, mache ich die auf. Ja, ich hätte eine. Vielen, vielen lieben Dank. Offene Thunfischdose. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Thunfisch, aber außer wenn auf der Pizza ist, komischerweise, da esse ich ihn. Will noch mehr Dosen öffnen. Ja, das könnt ihr auf eurer Party machen. Also wie spitz müssen solche Zähne sein, um damit Dosen zu öffnen? Aber egal, wir haben das, was wir brauchen und das ist wichtig. Möchtest du dem Affen etwas geben? Natürlich, hier ist deine verdammte Dose. Und bitte sag mir, du bist jetzt dann tot. Wow, den Kerlchen geht echt nichts über Thunfisch. Da haut er richtig rein. Vielleicht läuft er ja dieses Mal nicht weg. Fragen wir ihn schnell nach einem Ruderprofi. Das mache ich nicht. Ich hau einfach Vollgas drauf. Es geht einfach nichts über Thunfisch. Oh, Mario, vielen Dank. Entschuldige bitte das Affentheater. Sei unbesorgt, ich bin kein Affe. Man hatte mich nur zu einem zusammengefaltet.
Also jedes Mal, wenn man gefaltet ist, hat man offensichtlich einen, ich sag mal, das ändert dann ein bisschen die Persönlichkeit. Ich rudere mein Boot mit nur einem Ruder und rudere mit einem Ruder den Fluss rauf, beziehungsweise eher runter. Tut mir leid, ich war schon so lange gefaltet, dass mein Verstand jetzt ziemlich Banane ist. Den Fluss mit einem Ruder? Da musst du der Bootsführer sein. Das war genau das, wonach wir fragen wollten. Dann kannst du bestimmt das Boot in See rudern. Aber selbstverständlich wollt ihr den Fluss hinunterfahren? Ich rudere euch gerne, ganz umsonst. Ich warte am Steg, sprecht mich einfach an, wenn ihr bereit seid. Gut, damit haben wir das auch schon mal geschafft. Wir haben es geschafft, jetzt können wir endlich mit dem Boot den Fluss hinunterfahren. Und genau das will ich ja endlich auch. Vor allem, ich bin gespannt, was da unten vom Gebiet noch so kommt. Also wenn das jetzt erst die Hälfte vom Gebiet war, dann bin ich gespannt. Das heißt, wir müssen unbedingt längere Folgen machen in dem Fall. Ja, by the way, bisher ist übrigens die Herbsttür eindeutig meine Lieblingswelt. Ich mag sie viel mehr als den Picknickpfad. Wie geht's denn, Leute? Hier ist alles startklar. Seid ihr bereit für ein Boot zu dem Fluss hinunter? Auf alle Fälle. Fein, dann kommt an Bord. Wir rudern sofort los. Vielleicht kommen wir auch mal auf andere Gedanken, als nur immer unseren werten Gegner hier, den wir klatschen müssen noch. Beziehungsweise allgemein, dass wir mal auf andere Gedanken kommen, als die Probleme, die sich gerade im Pilzpalast noch immer abspielen. Klasse, eine Bootstour. Ich bin ja so aufgeregt. Rudern wir raus, paddeln statt plaudern. Hihi. Das war gerade ein bisschen so, wie soll ich sagen, so ein bisschen so ein Feeling nach Venedig. Ihr wisst ja, die Kanäle von Venedig. Vor allem, der steht ja auch schon so da hinten. Leise, leise, Schlag um Schlag, rudern wir Tag um Tag. Fahren zu, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Bei unserer Fahrt einst enden muss. Trag mich durchs Leben, mein Freund, guter alter Fluss. Ich kann nicht singen, aber das ist so geil. Ah, es tut so gut. Ja, das glaube ich dir. Ach du meine Güte. Das war noch geiler als mit den Bäumen. So, wo bin ich denn jetzt? Strudelschlucht. Bilde ich mir das ein oder werden wir wirklich schneller? Aha. Bitte sag nicht, das ist ein Bloop oder was ähnliches. Das könnte ja auch sein. Sprudel in der Mario-Welt heißt normalerweise, und Strudel in der Mario-Welt heißt normalerweise Blooper. Oh ja, wir sind fast schon bei den Stromschellen und Planschen. Hier, ich wollte doch einfach nur eine ganz gemütliche Bootsfahrt. Ja, ich eigentlich auch, aber wenn das jetzt, ich meine, Bobby, das juckt dann gar nicht. Ach, jetzt stelle ich mal nicht so an. Umkehren können wir sowieso nicht mehr, also tu einfach so, als wäre das hier eine Wildwasserbahn. Obwohl die Strömung schon schneller ist als normal, so fast so, als hätte jemand den Fluss komplett geflutet. Und würde ihn weiter fluten. Was? Oh nein, das ist es nicht, was ich mir... Hat niemand gesagt, dass... Ja gut, adieu. Mario, für den nächsten Abschnitt brauche ich deine Hilfe. Sag mir bitte, wohin ich das Boot lenken soll. Okay. Ah, Wildwasserbahn, wirklich. Machen wir es wirklich. So ein kleines Minigame. Wir sollten möglichst nicht gegen Wände oder Felsen stoßen. Mein Boot ist nur aus Pappe und hält nicht viel aus. Ach ja, dein Menü kannst du für eine Weile nicht aufrufen, du weißt schon, weil die Stromschellen deine volle Konzentration fordern. Ja, ist alles okay. Alles gut, also gut festhalten, ihr Landratten. Hier kommen die Stromschellen der Strudelschlucht. Ach, da ist das wirklich nur ein Minigame. Boah, es lässt sich schwammig lenken. Wir haben nur 5 Herzen. Ich vermute mal, wir würden Game... Oh, lol! Das ist so. Gut, jetzt hat es funktioniert. Okay, ich könnte jetzt den brutalen Weg nehmen und einfach nach oben lang, aber das ist mir zu sehr Risk. Okay, und ich kann tatsächlich springen. Nein! Oh, ich hab zu krass gelenkt auf einmal. Warum gehe ich eigentlich hoch, wenn er es eh nicht will? Und da ist ein Loch. Der soll lenken, der Affe, komm! Du kannst es genau.
Jetzt wieder rüber. Wir haben schon zwei Herzen verloren und das... Warum leckt der nicht? Sag mal, hast du Lack gesoffen oder was? Also, ja. Ja, okay, ich möchte an der Stelle erwähnen, das ist nicht meine Schuld. Das ist nicht meine Schuld. Der Controller macht nicht das, was ich will. Oh. Ey, was war das denn jetzt für ein Affentheater? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gehe nach links, oder vorher hat es funktioniert, jetzt auf einmal nicht mehr. Was los mit dir? Ja, klar, jetzt muss ich das... Nee, ich kann überspringen, danke. So, jetzt nochmal kurz von vorne. Nach oben, nach unten. Genau. Und ich verstehe jetzt nicht, was vorher das Problem war an der ganzen Geschichte. Gut, ich werde das jetzt nochmal überwachen. Übrigens, by the way, unser zweites Game Over. Das mit den Schnipseln ist aber auch mega brutal. Ah, jetzt geht's natürlich. Jetzt auf einmal. Ja, okay, gut. Jetzt weiß ich das mal gut einzuschätzen, wie du da genau fahren musst. So, ich muss jetzt hoch. Wir haben auf alle Fälle schon mal mehr Herzen als vorher, weil da bin ich ja wirklich gegen alles und jedes gekracht. So, einfach den Münzen folgen. Das ist der einfachste Weg. Und hier gibt es sogar neue Herzen. Das lässt den Schluss folgern, dass wahrscheinlich hier irgendwas Brutales noch kommen wird. Nein, 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 ich muss hoch. Gut, das hat funktioniert. Jetzt bitte wieder richtig lenken. Genau. Können wir auch mehr Herzen als 5 haben? Ich hoffe schon. Ja, okay, doch nicht. Warum ist mir ein Loch? Nein! Zu krass gelenkt. Gut, das war ein Münzbeutel, nice. Ich hatte schon übrigens die Doppel-Lell. Gut, das Loch habe ich gestopft, auch wenn es Herzen gekostet hat, aber es war klar. So, da oben bekomme ich neue. Ich habe Nummer 2, hä? Wo habe ich ihn? Die vorhin verloren! Mir geht's gut, Leute. Mir geht's nicht gut! Das ist doch unfair! Schon wieder dagegen kracht. Gut, das Loch lasse ich jetzt übrig. Das mache ich ein anderes Mal. Also ich riskiere jetzt nicht mit einem Herz hier drauf zu gehen. Gut, das gefällt mir schon mehr. Sind wir es jetzt oder? Nee, sind wir nicht. Jetzt kommen Strudel echt noch dazu. Ja, nee, ist klar. Okay, immerhin nicht direkt Game Over gegangen. Das wäre ja auch wieder typisch gewesen für das Spiel. Aber das mit den Schnipseln, ihr übertreibt doch komplett. Also das Minigame, das heiße ich auf alle Fälle nicht gut. Bitte sag, das Ding, das taucht jetzt nicht nochmal auf. Nee, taucht nicht auf. Und jetzt? Ja, der Strudel ist riesig, ich sehe es. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ich habe gesagt, ich gehe da jetzt nicht rein. Raus da. Okay. Jetzt ist er wieder runtergegangen, ohne dass ich es wollte. Alles klar. Hey, wieso hing da? Ah, da war ein Loch. Mhm, das war so ein Ding. Ich verstehe schon. Gut, zwei Löcher, die ich jetzt übersehen habe, aber ganz ehrlich, ist mir lieber. Sind wir jetzt bitte endlich am Ziel?
Scheint mir nicht so. Und schon sind wir durch. Na, wie hat euch Landratten die Strudelschlucht gefallen? Habt ihr euch beim Platschen vergnügt? Nein, eigentlich nicht. Es hat mich gerade nur mega wirklich gefrustet. Uff, das war mir gelegentlich viel zu knapp. Ich bin ganz außer Atem. Du warst beim Münzensammeln ein bisschen schüchtern, hm? Dir winkt ein Preis, wenn du es schaffst, alle zu erwischen. Trau dich. Ja, aber auch nur offscreen. Das mache ich sicher nicht in der Folge. Also das ist ja komplett übertrieben. Alle Münzen sammeln, was? Also ich hoffe nicht, dass man wirklich alle in einem Try. Ich erinnere mich zwar nicht daran, wie eine Fahrt über den Fluss so sein sollte, aber die hier macht echt Spaß. Ach, du kleiner Chiller, du. Auf jeden Fall ist sie super praktisch. Wir folgen einfach dem Fluss der blauen Luftschlange. Das ist der direkte Weg. Und ich hoffe auch, dass das der direkte Weg ist, um die ganze zu lösen. So, hier kommt der nächste Halt. Ist das ein Dorf? Willkommen in Schokoland. Hier gibt es spektakuläre Shows und fantastische Attraktionen. Ein Vergnügungspark, komm, macht das jetzt wirklich. Was? Warte mal, willst du damit sagen, dass hier ist ein Vergnügungspark? Das klingt so nach so viel Spaß. Gehen wir hin? Ja, gehen wir. Bitte, bitte, bitte. Ah, ich fühle mich so jung. Wenn ihr jetzt gerade ausschaut, seht ihr dort das berühmte Schloss des Schokolands. Und da ist die Luftschlinge oben, lol. Oh, da wickelt sich ja die blaue Luftschlange herum. Wow, Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, dass sie uns ausgerechnet hierher führt. Hm, was machen wir jetzt nur? Tja, Mario, da müssen wir uns das Schokoland wohl ansehen. Alles andere wäre eine Untat. Also auf in Schokoland. Ja, oder wir gehen doch hin, oder? Bitte, bitte komm. Ich will spielen. Hattest du nicht gesagt, dass wir uns auf keinen Fall ablenken lassen dürfen, Tantchen? Wir können auch weiter den Fluss hinunterfahren, wenn ihr wollt. Der Kreppelkanon liegt direkt voraus. Was sind eure Pläne? Ich steige jetzt erstmal aus, weil ich muss mir auf alle Fälle angucken. Hurra, ich wusste doch, dass wir da einer Meinung sind, Mario. Gut, gut, ihr amüsiert euch da draußen und ich warte hier auf euch, bis ihr fertig seid. Hurra, danke. Ach, das wird so lustig im Schokoland. Ich glaube, die Luftschlange hat sie komplett vergessen. Ja, das glaube ich persönlich auch. Bobby, da verstehen wir uns auf alle Fälle. Gut, dann schauen wir uns das Ganze kurz mal an hier, den Vorspann. Schokoland Eintritt. Normalo Billett, gewöhnlich. Einmaliger Eintritt, kein Wiedereintritt für bis zu 3 Personen pro Billett. Promi Billett, Premium, ewig freier Eintritt, beliebig viele Gäste, gratis Spiele und besondere Preise. Wenn wir öfters hier kommen, sollten wir auf jeden Fall das Promi Billett nehmen. Du planst ja schon regelmäßig Besuche, Tantchen. Ja, es fällt mir auch gerade auf. Auf jeden Fall, da vorne ist der Eingang. Ich schaue mir das ja auch trotzdem nochmal kurz an. Aha, genau deshalb. Was ist das denn überhaupt? Ach, das ist das, Normalo oder Promi? Aufgrund, da wir genug Münzen haben, gönne ich mir Promi. Hätte 10.000 Münzen da gar nichts. Das reicht vollkommen. Und hier ist die... Ach, deshalb konnte ich es nicht sammeln. Ich weiß nicht, wonach es deinem Herzen verlangt, doch ich weiß, wo du dein Verlangen nach Herzen stillen kannst. Der liebe rote Backsteinbau harre den Totan der Beschau. Hört sich so an, Backstein... Das hört sich so stark danach an, als wäre der Typ von, Von dem Lagerhaus dort. Das ist das einzige Backstein-Ding, was mir auf spontan einfällt. Gut, ich aktiviere kurz mal die Röhre und schau mal, wo wir rauskommen. Ja, natürlich. Im Museum, logischerweise. Dennoch ist das mir egal. Ich schlüpfe wieder zurück und dort werden wir dann auch gleich direkt speichern am Speicherblock und wir beenden dann auch die Folge. Ja, heute auf jeden Fall amüsant. Ein bisschen suchen, nach einem Dosenöffner, warum denn nicht? Den Fluss wieder natürlich beleben und jetzt hier ein Vergnügungspark. Genau gesagt, der halt Schokoland heißt, warum nicht? Also, die Folgen sind nach wie vor sehr amüsant. Leute, danke fürs Zusehen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao Leute.